Buongiorno, amici della letteratura. Benvenuti a Torquato Tasso von Johann Wolfgang von Goethe, der nicht weniger als 10 Jahre, nämlich 1780 bis 1790, an diesem Stück gearbeitet hat. Eigentlich noch länger, denn seit seiner Kindheit war er ein echter Fan von dem Renaissance-Dichter, um den es hier geht, Torquato Tasso. Spannend ist, Tasso bewegt sich, genau wie Goethe in Weimar, als bürgerlicher Künstler in der Adelswelt und ist unglücklich verliebt in eine Adlige, was ihm ganz schön zu schaffen macht. Mit dabei sind eben er hier, Torquato Tasso, ein vielversprechender junger Dichter, der sich sehr gern von Herzog Alfons von Ferrara sponsern lässt, weil das bedeutet, dass er in dessen Nähe und in der Nähe von seiner Schwester Fürstin Leonore d'Este, das ist die Familie Este, ja, rumhängen kann und in die ist er unglücklich verknallt. Lustigerweise gibt es eine zweite Leonore, nämlich eine Freundin der Fürstin. Die heißt auch Leonore, ist aber nur so eine oberflächliche Gräfin. Und dann gibt es noch ihn hier, Antonio Montecatino, also zu Deutsch Katzenberger, einen sehr verdienten Politfunktionär des Herzogs, aber halt ziemlich ironisch bis zynisch, wie so Politiker eben drauf sind. Wir befinden uns in Belriguardo, das ist ein Sommerferienschloss der Estes in der Nähe von Ferrara und die beiden Leonores lassen sich's richtig gut gehen. Hihihi, jetzt sind wir schon so erholt, dass wir wie die Schäferinnen hier Kränze flechten. Ich setze meinem Mal dem Ariost aufs Haupt, das tut sie, begrenzt also die Statue von Ariost, die da rumsteht und die andere Leonore so, dann setze ich meinem den Vergil auf und der Vergil wird auch begrenzt. Das sind also zwei Dichter, deren Statuen da im Garten rumstehen. Mensch, ich finde es voll schade, dass du wieder nach Hause nach Florenz willst. Tja, so tolle Dichter wie den Tasso habe ich da natürlich nicht, der dir den ganzen Tag Liebesgedichte schreibt. Hihi, das ist natürlich nur fingiert, das weiß ich schon. Ach was. Und dann kommt der Herzog und sagt, habt ihr den Tasso gesehen, Ladies? Und die so, nee. Und der Mensch, der hängt den ganzen Tag alleine hier im Garten rum. Das ist doch nicht gut. Der muss doch auch mal unter Leute. Und ich meine, Sponsoring muss doch auch mal an die Öffentlichkeit, oder? Also ich muss jedenfalls nachher gleich in die Stadt, wenn der Antonio kommt. Och Mensch, wenn der Antonio kommt, dann soll der uns erstmal den neuesten Tratsch aus Rom erzählen. Da kommt aus der Tiefe des Raumes der Tasso angewackelt mit einem Buch in der Hand, verneigt sich vor dem Herzog und sagt, lieber Sponsor, hier ist mein Epos, das befreite Jerusalem, fertig und dir gewidmet, auch wenn es noch total unvollendet ist. Du willst ja auch mein Ergebnis sehen. Und er so, wow, super, nimmt ihm das Buch ab und sagt, dann kriegst du jetzt auch einen Dichterkranz, Leonore, bitteschön. Und die Leonore schnappt sich den Kranz, den sie gerade dem Vergil aufgesetzt hat und will ihm den Tasso geben. Und der so, nein, das habe ich nicht verdient, aber ob er will oder nicht, er wird jetzt begrenzt und ist voll mitgenommen davon und sagt, boah, das ist zu viel für mich. Und die alle so, ja, das ist doch jetzt echt nur so ein Kranz. Da kommt aber auch schon der Antonio. Und alle so, hallo Antonio. Und er so, hallo Leute. Na, wie war es beim Papst? Ja, Mission complete. Ich habe alles in unserem Sinne erledigt. Super cool, dann verdienst du auch so einen Kranz wie der Tasso hier. Der hat mir heute sein Buch übergeben. Ach, deswegen. Ich habe mich schon gefragt, warum der Kleine hier genauso gekränzt ist wie ein berühmter Dichter. Also der Herzog übertreibt halt auch immer. Diese Bemerkung nimmt den Tasso schon so ein bisschen mit. Deswegen schüttet er der Prinzessin sein Herz aus, als er kurz darauf mit ihr allein ist und sagt, also es ist schon nicht so leicht, neben einem Mann wie dem Antonio zu stehen. Der ist ja so verdient, ein echter Held, ein Staatsmann, ein Macher und ich bin nur so ein armseliger Schreiberling. Ja, aber ohne Medien gäbe es auch keine Helden, das ist ja klar. Ihr zwei solltet Freunde werden. Ihr ergänzt euch auch total. Also viel lieber hätte ich ja eine Freundin, für die ich übrigens auch mein Buch geschrieben habe. Zwinker, zwinker, das habe ich schon gemerkt. Echt? Ja, ich finde das auch ganz schön von dir, aber du musst dich benehmen, Tasso. Sie zwitschert ab und er ist voll geflasht. Wie denn, die liebt mich auch? Ich werde verrückt. Dann mache ich jetzt alles, was sie will und versuche, dem Antonio sein Freund zu werden. Hier, Antonio, wir müssen Freunde werden. Ja, immer langsam mit den jungen Pferden. Und er so, nee, jetzt echt, also im Ernst, bitte sei mein väterlicher Freund und zeig mir, wie der Hase läuft im Leben. Und überhaupt, ja, irgendwann mal. Nein, jetzt, die Prinzessin will das und ich hab's doch wohl verdient. Hör mal, nur weil sie dir diesen albernen Kranz aufgesetzt haben, bist du noch lange nicht mein Kumpel. Das Leben ist kein Ponyhof. Albern? Du bist ja nur neidisch auf mich. Und du bist ein verzogenes Kind. Was, jetzt reicht's aber. Und er zieht seinen Degen und fordert Genugtuung, weil er sich von dem Antonio beleidigt fühlt. Da kommt natürlich der Herzog rein und sagt, was ist hier los? Und er so, sorry, aber der war total fies zu mir, dabei will ich doch nur sein Freund sein und überhaupt. Und er so, der hat mich bedroht. Tasso, du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer. Ja, aber dann kriegst du dein Schwert und deinen Lorbeerkranz zurück. Und den legt er ihm vor die Füße und er so, du bist doch der Klügere, Antonio. Ja, aber wenn die Klügeren immer nachgeben, dann haben die Dümmeren immer recht. Du sollst ihn ja auch nicht dissen und fertig machen, sondern du sollst ihn erziehen. Ups, ja, sorry.
Die Ladies haben natürlich auch mitbekommen, dass da was ganz schön schief gelaufen ist und die Fürstin macht sich echt Vorwürfe. Nein, das ist alles meine Schuld, die passen ja auch gar nicht zusammen und ich habe dem noch gesagt, er soll zu Antonio gehen. Du, vielleicht wäre es das Beste, wenn der mal eine Zeit lang hier von Hofe verschwinden würde. Boah, das würde mir so leid tun, ja, aber vielleicht ist es das Beste. Dann geht sie und die Gräfin so, yes, den reiß ich mir unter den Nagel, nehme ihn mit nach Florenz und lass mich ganz allein von ihm bedichten. Du, Antonio? Ja, der Tasso muss mal weg hier von Hofe. Sag mal bitte dem Herzog, dass er ihn gehen lassen soll. Nein, das wäre voll das falsche Signal, weil dann sieht es so aus, als ob ich ihn vertrieben hätte. Und er geht aber und zu Tasso sagt sie dann, Mensch, Tasso, Schatz, was hat denn der böse Antonio mit dir gemacht? Du, ich nehme dich mit nach Florenz und kümmere mich total gut um dich. Wie denn, mit weg von hier? Will das die Fürstin auch? Und die so, ja schon. Oh, aha. Und als er dann allein ist, sagt er, boah, das ist so gemein. Ich dachte, die empfindet auch was für mich und jetzt lässt sie mich einfach so gehen. Aber mit der blöden Gräfin gehe ich auf keinen Fall. Dann schon lieber alleine nach Rom. Da kommt der Antonio zu ihm und sagt, hier, Tasso, wenn ich dich beleidigt habe, ne, dann war das keine Absicht und tut mir echt leid. Wir können ja vielleicht Freunde werden, irgendwann so. Und er so, tja, also ich gehe jetzt lieber mal nach Rom und arbeite an meinem Buch. Leg mal beim Herzog ein gutes Wort für mich ein. Ja, aber das wäre doch total falsch jetzt, von hier wegzugehen. Bist du jetzt mein Freund oder nicht? Und er so, okay, und geht tatsächlich zum Herzog, den er im Garten trifft und sagt, der will jetzt nach Rom und an seinem Buch arbeiten. Ja, aber hoffentlich schnappt sich dann nicht der Gonzaga oder noch schlimmer die Medicis meinen Star weg und sponsern den. Du, vielleicht musst er auch einfach mal weg von hier, damit er sieht, wie gut er es bei euch hat. Und er so, das ist ein Argument. Jetzt geh mal, da kommt er. Und da kommt der Tasso auch schon zum Herzog und sagt, also Hoheit, lasst mich bitte gehen, ich will in Rom an meinem Buch weiterarbeiten. Und er so, ich find's zwar doof, aber okay. Ja, gibst du mir dann bitte auch das Buch zurück, damit ich dran arbeiten kann? Und er so, nö, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Aber jetzt entspannst du dich mal und wenn's dir dann wieder gut geht, freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Und der so, boah, der ist also auch froh, dass er mich los ist, wie seine Sis. Ha, da ist sie, Leonore. Und die so, und du willst jetzt echt nach Rom? Und der so, ja, und dann nach Neapel. Nein, mach das bitte nicht, das ist total gefährlich. Eure Familie wird doch da steckbrieflich gesucht. Hast du Angst um mich? Dann vielleicht, ich könnte auch einfach in einem anderen Ferienschloss von euch als Gärtner arbeiten oder so. Ganz ruhig, Tasso, wir wollen dich einfach so, wie du bist. Und er so, was, du willst mich? Ich dich auch. Und er stürzt sich in ihre Arme und sie so, waah! Und natürlich haben es alle gesehen, der Herzog ebenso wie Antonio. Und er sagt, Antonio, halt ihn fest. Und er nimmt seine Schwester und ward nicht mehr gesehen. Und der Tasso so, nein, was hast du denn gemacht da? Super, klasse, genial. Erst begrenzen sie mich, dann werfen sie mich weg wie Flasche leer. Ich habe alles verloren. Hast du nicht? Denk doch mal nach, wer du bist. Stimmt, Antonio. Wenn sie mich vernichten, kann ich davon noch dichten. Und er klammert sich an seinem neuen Freund fest. Während der historische Tasso tatsächlich eine psychische Krankheit entwickelte und völlig isoliert verdämmerte, scheint für Goethes Figur, obwohl er die Frau verloren hat, in die er unglücklich verliebt war, am Ende gar nicht alles so schlecht zu sein. Immerhin klebt er jetzt nicht mehr wie eine Klette am Herzog. Er ist nicht mehr sein Sponsoring-Spielball, sondern bei allem Schmerz auch ein Stück freier. Und das, liebe Gemeinde, war Torquato Tasso von Johann Wolfgang von Goethe. Vielen Dank. Applaus